Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ein Buch von Michel Heinz, deren Vater an Demenz gegen Ende seines Lebens gelitten hat, schreibt oder diktiert dieser Vater quasi aus dem Jenseits nach dem Tod ein Büchlein. Seelen jenseits der Regenbogen. Sterben ins Glück aus der Demenz in das Leben nach dem Tod. Dort schreibt er oder schreibt sie oder er durch sie. So hat auch meine Seele sehr bewusst entschieden, dass ich mich schon vor meinem Übergang ins Jenseits von jenen Hirnleistungen verabschiedete, die mir mein ganzes Leben lang so extrem wichtig waren. Weiter. Ja, ich bezeichne diesen Abbau des Gehirns quasi als scheinbar, weil unsere geistigen Fähigkeiten ja nicht eigentlich in unserem Gehirn wohnen. Es hat tatsächlich meine Hirnsubstanz abgebaut und damit zugleich meine mentalen Fähigkeiten, aber meine geistigen Fähigkeiten waren davon nicht betroffen. Ganz im Gegenteil. Diese wurden durch die langsame Ausschaltung vor allem meiner linken Gehirnhälfte entblockiert. Freigesetzt also. Hier auf meinem Modell, das ich schon gestern gezeigt habe, hier wäre das Gehirn. Also das Gehirn hat ja bewusst quasi vor allem seine linke Hirnhälfte abgebaut, damit der Geist sich entwickeln kann. Also Gehirn und Geist ist nicht das Gleiche. Wenn wir von Geist sprechen, meinen wir meistens das Gehirn. Im Griechischen ist in der Bezeichnung ganz deutlich, das ist der Nous, der Geist. Ich habe in einer Vorlesung gesagt, das Problem ist, dass wir den Nous, den Geist, der im Innern in uns ist, hier, mit der Nuss, mit dem Gehirn verwechseln. Nous, und das, die Bewegung des Nous im Griechischen heißt Noen. Und das wird immer wieder mit Denken übersetzt, mit dieser Bewegung. Noen ist die Bewegung des Geistes, die zur Einsicht führt. Und dieses Denken, das am Äußeren dran, ist eben das intellektuelle Denken, das Ansammeln von Wissen. Das ist Wissensammeln. Gut, wir gehen wieder nach innen. Bitte, ich bitte Jesus, dass er mich nach innen zur Quelle ins Himmelreich, Himmelreich ist inwendig, führt und mir dort die rechten Gedanken eingibt oder einfallen lässt zu diesem Thema Wissen. Und eben, ich weiß, dass ich nichts weiß. Wissen, Tätigkeit des Kopfes, des Gehirns und der innerste Geist, göttlichen Geist. Kein Nein. Nein, kein, kein, kein. Kein, ein, gleich, ein, da. Ja, Sokrates, von dem dieser Spruch kommt, ich weiß, dass ich nichts weiß, wurde als der Weiseste bezeichnet von dem Orakel in Delphi. Ich hielt einen Vortrag einmal mit dem Titel Ich weiß, dass ich nichts weiß, viele wissen nicht einmal das. Wir streben alle Menschen quasi streben immer nach immer mehr Wissen. Die Universitäten haben sich entwickelt, wo dieses Wissen gesucht, gelernt und weitergegeben wird. Jeder Mensch sucht dieses Wissen, möchte möglichst viel Wissen anhäufen, so wie er äußere materielle Schätze, Geld anhäufen will, so will er vor allem auch Wissen anhäufen. Und viele schätzen dieses Wissen noch mehr, die Wissensschätze, als das die Geldschätze. Das Internet ist voll mit Wissen, Wikipedia, die Bibliotheken sind voll und viele sind stolz auf ihre große Bibliothek.
Jesus sagt, leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Himmelreich. Da ist nicht nur gemeint, einer, der reich an materiellen Geldschätzen ist, sondern vor allem auch, der reich ist an Wissensschätzen, der sich sein Gehirn vollgestopft hat mit Wissen. Es ist eigenartig, dass wir diesen ungeheuren Trieb haben, nach Wissen, Wissen anzuhäufen und glauben damit, je mehr man weiß, umso glücklicher oder ja, zufriedener oder so. Ist aber ähnlich wie bei den materiellen Schätzen. Es scheint so zu sein, dass je mehr man äußere Schätze angehäuft hat, umso unzufriedener man wird und umso noch mehr. Und weil man unzufrieden ist, möchte man noch mehr Schätze anhäufen und glaubt dann, dass man irgendwann glücklich oder zufrieden wird, wenn man quasi fast alle Schätze der Welt an sich gerissen hat. Und ähnlich ist es beim Wissen. Man glaubt, je mehr Wissen man sich angeeignet hat, umso glücklicher, zufriedener wird man. Viele verbinden auch mit dem Wissen eine gewisse Sicherheit. Sie sind sich dann sicher. Unwissenheit macht unsicher, ängstlich. Wenn man Angst hat, irgendwann unbestimmten Dingen, wenn man weiß, was es ist, wovor man Angst hat, kann das die Angst schon etwas dämpfen oder lösen. Jesus sagt, niemand kommt ins Himmelreich, nur wenn ihr werdet wie die Kinder, könnt ihr ins Himmelreich eingehen. Die Kinder sind noch nicht voll gestopft mit Wissen. Sie sind unwissend und oft auch ängstlich, unsicher. Auch wenn man das Internet, also das äußere Wissen oder die Wissen der Universitäten oder die Wissenschaften, hier ist das Wissen also an erster Stelle, Sammlung von Wissen, Bibliotheken. Aber auch im esoterischen Bereich ist dieses Wissen sehr gefragt. Wenn man da hineinschaut ins Internet, YouTube auch, es gibt sehr viele Wissende, die mit einer großen Sicherheit auftreten und ihr Wissen weitergeben. Die werden sehr viel gefragt, sind sehr gefragt, halten Seminare, Kurse und geben ihr Wissen weiter. Wissen ist auch über die jenseitige Welt, über die Astralwelten, Wissen über die spirituellen Welten. Und ich wundere mich immer, mit welcher Sicherheit diese Menschen auftreten, sich auf ihre Meister berufen, wo sie gelernt haben, das Wissen, das sie sich angeeignet haben. Ich kann nur von mir ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß und je mehr, je intensiver ich mich mit Dingen beschäftige, umso weniger weiß ich, komischerweise. Ich habe ja mal gesagt, es gibt niemanden, der sich so lange, so intensiv mit dem Thema Seele auseinandergesetzt hat. Seit 50 Jahren quasi studiere ich diese Seele, auch als Psychologe, Psychologiestudium, in der Psychotherapie. Aber ich kann heute wirklich ehrlich nicht sagen, was Seele ist. Ich kann auch nicht sagen, was Geist oder was Gott ist. Viele meinen genau zu wissen, was Gott ist. Ich kann auch nicht sagen, was Liebe ist. Ich kann nicht einmal sagen, wer ich selber bin, Selbsterkenntnis. Und ich kann nicht sagen, wer mein Gegenüber ist, meine Frau, meine Kinder.
Wer bin ich? Auf der einen Seite ist die Selbsterkenntnis oder auch Gotteserkenntnis sehr, sehr wichtig. Wir sollen wirklich suchen und uns bemühen, uns selber immer besser kennenzulernen, selbst zu erkennen. Wir sollen uns auch bemühen, in der Gotteserkenntnis weiterzukommen, diesen Gott immer mehr kennenzulernen, zu erkennen, damit wir ihn immer mehr lieben können. Das Zentrale für mich ist die Liebe. Ich glaube, dass man nur in der Liebe Gott und sich selbst kennenlernen kann. Aber was ist die Liebe? Ich glaube, das Wissende ist mit der Liebe irgendwie schwerer haben als kleine Kinder. Ein unwissendes Kind. Kind liebt seine Mutter. Und die Mutter liebt ihr Kind, ohne viel zu wissen über sich und das Kind. Ich kann nicht sagen, dass Wissen und Liebe sich ausschließen. Ich habe schon gesagt, gestern zum Thema Glauben, dass wir vom Wissen zum Glauben und dann zur Liebe kommen sollen. Wichtig auf diesem Weg, auch in der Meditation oder mit dieser inneren Stimme, ist, dass wir versuchen, möglichst ehrlich zu sein und immer ehrlicher zu werden. Und ich kann wirklich nur sagen, ganz ehrlich, dass ich wirklich immer weniger weiß. Und ich kann auf keinen Fall, habe ich auch schon angedeutet, kann auf keinen Fall und will auf keinen Fall durch diese Meditationen, durch diese Worte aus der inneren Stimme, irgendwelches Wissen auf irgendwelchen Gebieten weitergeben. Ich fühle mich also auf keinen Fall als Wissender. Ich glaube auf keinen Fall, dass irgendwo auf irgendeinem Gebiet mehr weiß als irgendein Zuhörer. Ich selbst versuche eben durch diese und hoffe, durch diese Meditationen, durch das Innigen, dieser innersten Quelle immer näher zu kommen. Und bitte diese Quelle, diesen Gott in mir, Jesus in mir, dass er mir auch unter anderem das nötige Wissen, das ich brauche, um mit dieser Welt zurechtzukommen, oder das nötige Wissen, das ich brauche, um ihn immer besser kennenzulernen, mich selber besser kennenzulernen, dass er mir dieses Wissen, das nötig ist, schenkt. Und ich glaube, Gott allein in Jesus weiß, was ich benötige, was ich brauche, um diesen Weg nach innen zu ihm, zur Quelle, zu Gott gehen zu können. Und ich glaube, dass nur er mich führen kann, dass ich selber diesen Weg nicht weiß. Ich kann da nur ehrlich sagen, dass ich diesen Weg, wenn jemand glaubt, dass ich, wenn ich so rede, diesen Weg nach innen wüsste, dem ist nicht so. Wenn ich mich hinsetze, ich weiß nicht, wie dieser Weg zur Quelle ist. Ich kann nur bitten darum, dass Jesus mich diesen Weg führt. Und ich glaube an ihn und vertraue an ihn, auf ihn, dass er mich nicht im Stich lässt, dass er mich den rechten Weg führen wird und auch die rechten Worte in den Mund legen wird. Amen.